Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Viertelfinale meiner Weltmeisterschaft hier in Brasilia. Schiedsrichter ist unser deutscher Vertreter Dr. Felix Brüch. Der pfeift das Spiel hier zwischen den Argentiniern und den Belgiern. Und ja, mal sehen, was uns hier für ein Spiel erwartet. Ich hoffe, ein besseres als Brasilien gegen Kolumbien. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen gespoilert. Wenn doch, tut's mir leid. Und ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Naja, jetzt erstmal die Hymne der Argentinier. Pellaini. Und. De Bruyne. Alles bekannte Gesichter auf Seiten der Belgier. Sowohl auf Seiten der Belgier als auch auf den Seiten der Argentinier. Messi, der Kapitän, will natürlich weiter, will es Maradona gleich tun. Und als Fußball-Messias sozusagen die argentinische Nationalmannschaft im Alleingang zum WM-Finale und vielleicht sogar zum WM-Sieg schießen hier in Brasilien. Gerade in diesem Land, was so verfeindet mit Argentinien ist. Also hier die Aufstellung von den Argentinern. Romero im Tor, dann Zabaleta, Mascherano, Garay, Rojo, Biglia, Banega, Di Maria, Messi, Agüero und Lavezzi. Higuain nicht von Anfang an, obwohl er gegen in der Gruppenphase jedenfalls getroffen hatte. Und hier die Aufstellung der Belgier: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vermaelen, Vertonghen, Witzel, Fellaini, Mertens, De Bruyne, Lukaku und Hazard. Da hat sich ein bisschen was verändert. Und zwar, Mertens war nicht von Anfang an im letzten Spiel, da war Dembélé, glaube ich. Und los geht's hier jetzt in Brasilia. Mal sehen, ob die roten Teufel hier gegen den Erzfeind des Gastgeberlandes, gegen die Argentinier, sich behaupten kann oder andersrum. Belgien spielt von rechts nach links in den roten Trikots. Und hat natürlich Hoffnungen, weil die Argentinier gegen die Schweiz Probleme hatten. Und die Schweiz ist nicht wirklich ein unfassbar schwerer Gegner. Aber wir werden sehen. Jetzt erstmal Argentinien über Rojo, der auf Biglia, der auf Di Maria und Vermaelen hatten. Spiel nach außen auf Vertonghen, der schon zwei Tore gemacht hat. Das ist Messi, Lionel Messi, 1-0. Siebte Minute, erste Chance für Argentinien, eiskalt verwandelt durch den Star vom FC Barcelona, Lionel Messi. Der mehrfache Weltfußballer, der Kapitän der Argentinier, macht sein Tor, sein viertes WM-Tor im fünften Spiel. Das ist schlecht gemacht von den Belgiern, die da total unsicher sind und so den Ball verlieren. Und Courtois kann da auch nichts mehr machen. Gut platziert von Lionel Messi. Und jetzt müssen die Belgier, wie schon gegen Portugal, einem Rückstand hinterherlaufen. Und das Spiel doch noch irgendwie in ihre Richtung drehen. Aber gegen Portugal haben sie ja gezeigt, dass sie das können. Alderweireld auf De Bruyne. Der versucht noch innen zu ziehen. Ist bei mir irgendwas runtergefallen. Tut mir leid, falls man das gehört haben sollte. Aber naja. 80 Minuten sind dazu, also aber noch Zeit, also Zeitdruck haben die Belgier jetzt nicht. Das ist vielleicht ein kleiner Vorteil für sie, dass sie hier genug Zeit haben, um zu reagieren. Aber die Argentinier haben auch genug Zeit, um nachzulegen. Jetzt verliert Messi den Ball, versucht da alleine zu machen. Und gewinnt auch den Ball wieder, also kämpft mit nach hinten, der Kapitän. Der eine unfassbare Balltechnik besitzt, die einen wirklich staunen lässt. Der Ball klebt wirklich bei dem förmlich am Fuß. Und da kommen dann viele Verteidiger nicht mit und können ihn dann einfach nicht vom Ball trennen. Jetzt Mertens auf Lukaku, der auf Mertens. Jetzt zurück auf Lukaku, Romelu Lukaku verliert den Ball an Banega. Ja. Außer dem 1-0 noch nicht viel Betrieb hier auf beiden Seiten. Belgien macht nicht viel. Die versuchen wahrscheinlich erstmal eine gewisse Konstanz hier ins Spiel zu bringen, um dann offensiv aktiver zu werden. De Bruyne auf Fellaini. Schöner Doppelpass. Kevin De Bruyne davon. Rojo versucht ihm hinterherzukommen. De Bruyne mit der Flanke in der Mitte. War Hazard. Ist aber nicht der Kopfballstärkste, wie einem schon aufgefallen sein sollte. Und jetzt abseits von De Bruyne. Aber das war wenigstens mal eine kleine Annäherung, die die Belgier da versucht haben. Allerdings verlieren sie dabei den Ball.
beziehungsweise stehen im Abseits. Und so haben sie nach 25 Minuten immer noch keine einzige Chance zu verzeichnen. Die Argentinier aber auch nur eine und die war direkt eiskalt verwandelt. Agüero auf Messi, der zurück auf Agüero. Der bleibt am Ball und spielt auf Biglia, der verteilt den Ball nach außen zu Rojo. Der mit dem Pass in den Lauf von Agüero, der verliert den Ball an Alderweireld. Naja. Nächster Angriff, Fellaini, der Mann von Manchester United mit dem schönen öffnenden Pass auf Kevin De Bruyne. Und er ist zu langsam. Garay ist vorher da, an dem der FC Bayern angeblich interessiert sein soll. Der Mann von Benfica Lissabon, der ja schon wieder ein Finale verloren hat. Gegen den FC Sevilla, gegen die Mannschaft von Ivan Rakitic. Beziehungsweise um Ivan Rakitic. Er ist ja nicht Trainer. Und hier die Pässe. 88% der Pässe von den Argentiniern sind angekommen und 82% der Pässe von den Belgiern sind angekommen. Jetzt Lukaku, der hat im ersten Spiel wirklich gezeigt, was er drauf hat. Doppelpass mit Hazard. Lukaku versucht es nicht mit der Flanke, weiß, dass er eigentlich der Kopfballstarke ist, der in der Mitte stehen sollte, aber er verliert den Ball dann an den aufpassenden Augen eines argentinischen Verteidigers. Aber kämpft auch mit zurück, also... Die kämpferische Einstellung ist auf beiden Seiten wirklich gut. Mertens zieht jetzt nach innen an Zabaleta vorbei, verliert den Ball wieder. Also hier ergeben sich nicht viele Torchancen. Erinnert doch so ein bisschen an Brasilien gegen Kolumbien. Aber bei Brasilien gegen Kolumbien ist kein einziges Tor in der ersten Halbzeit gefallen. Da gab es aber im Gegensatz mehr Chancen. Nächster Anlauf, De Bruyne, der versucht es immer wieder über seine rechte Seite da, irgendwie Doppelpässe zu spielen und dann die Linie entlang zu sprinten und dann irgendwie aufs Tor zu kommen. De Bruyne jetzt auf Hazard, der unauffällig ist, Mertens auch relativ auffällig, auf Vertonghen und in der Mitte ist Lukaku, gewinnt was das Kopfballduell, da wäre fast die erste kleine Chance gewesen für die Belgier. Aber gleich ist erstmal Halbzeit, das wird dann erstmal so ein Schnitt im Spiel sein, hoffe ich. Und dann erwarten uns, ja... Die nächsten 45 Minuten, die hoffentlich besser sein werden. Fellaini, auch er verliert den Ball. Es ist wirklich ähnlich wie das Spiel Brasilien gegen Kolumbien. Hier sind viele Ballverluste. Das war's mit der ersten Halbzeit. Langweiliges, durchwachsenes Spiel. Wir sehen uns wieder in der zweiten Halbzeit. Bis dann, Argentinien führt mit 1:0 durch Lionel Messi. Bis dann. So, weiter geht's hier in Brasilia zwischen Argentinien und Belgien. Argentinien führt durch das Tor von Lionel Messi. Das war ein Frühstart, den die Belgier nicht mitgekriegt haben und fast die nächste frühe Aktion der Belgier, aber in der zweiten Halbzeit der Argentinier, aber sie verlieren den Ball dann doch knapp vorm Tor. Und jetzt aber Sergio Agüero wird gerade noch so vom Ball getrennt, von Vertonghen war das, glaube ich. Und da haben die Belgier ein Riesenglück, dass der nicht reingeht. Und Argentinien fängt an, jetzt Druck zu machen. Und das dürfen sie nicht, aus Sicht der Belgier jedenfalls nicht. Hazard jetzt mit einem schönen Doppelpass mit Mertens zusammen. Mertens mit der Flanke kommt nicht an. Gibt den Abstoß für Romero, der ihn kurz ausführt. Und der Ballverlust. Und da ist Eden Hazard. Und die erste Riesenmöglichkeit nach einem Ballverlust von Mascherano. Und den muss er eigentlich machen. So viel Platz und dann schließt er überhastet ab. Und Romero braucht nur zur Ecke ab. Wäre nächste Ecke von De Bruyne. Und da ist irgendwie Lukaku. Und der verliert den Ball. An den Argentiniern. An der argentinischen Abwehrreihe. Fellaini auf Vermaelen. Verliert den Ball wiedermals an Rojo. Aber immerhin gab es jetzt mal ein paar Chancen, ein paar Annäherungen ans Tor, auch von den Belgiern. Das verspricht doch ein bisschen besser zu werden. Witzel jetzt auf Hazard. Eden Hazard gegen Rojo. Setzt sich da gut durch. Eden Hazard. Oh, muss abspielen. Ist da zu eigensinnig, der Eden Hazard. Der schon mal einen Balljungen getreten hat, weil er ihm den Ball nicht gegeben hat. Jetzt Witzel. Wunderschöne Passidee eigentlich, aber der Ball kommt nicht an. Hazard
Lenkt weiter zu Mertens. Also langsam laufen die Belgier gut an. Und kommen auch so ein bisschen zu ihren Chancen. Sie kommen so ein bisschen nach vorne. Versuchen es weiter über Vertonghen, der mit dem Pass auf Hazard. Der ist eigentlich schnell, aber nicht so schnell, dass er an diesen Ball noch herankommen würde, beziehungsweise könnte. Der Gegner von dieser Partie, von diesem Gewinner hier in dieser Partie, wird Italien oder Spanien sein. Das wird man sehen. Und jetzt Hazard im Doppelpass mit Mertens. Und er versucht es mit der Flanke und der wäre Lukaku fast gewesen, wie im ersten Spiel. Per Fallrückzieher, aber er kommt dann nicht zum Schuss, kommt nicht an den Ball. Kommt deswegen auch nicht zu einem wunderschönen Tor. Jetzt Lukaku im Doppelpass mit Fellaini. Der mit der Flanke in der Mitte ist De Bruyne, der ist nicht kopfballstark und kann somit die Flanke nicht verwerten. Hazard. Aber sie machen jetzt ein kleines Powerplay. 48% Ballbesitz für die Argentinier. 52% für die Belgier. Also in der zweiten Halbzeit hat man das Gefühl, nur die Belgier sind am Ball und drücken nach vorne und wollen hier unbedingt dieses Tor machen. Aber nur noch 15 Minuten sind auf der Uhr. Jetzt müssen sie sich echt sputen. Aber jetzt kommt erstmal Argentinien über Agüero, der auf Rojo. Rojo verliert den Ball an Fellaini, der Mann von Manchester United, eröffnet den nächsten Angriff über Kevin De Bruyne, der auf Eden Hazard, ehemalige Teamkollegen, und er verliert den Ball. Und Argentinien hat den Ball gesichert. Messi jetzt im Zentrum zu finden, bietet sich auch gleich wieder zur Spieleröffnung an auf Biglia, der auf Zabaleta, der auf Banega, der auch so ein wunderschönes Tor geschossen hat in meiner WM. Und Biglia auf Di Maria, Angel Di Maria, der zurück auf Biglia. Biglia könnte schießen, schießt auch, aber macht es nicht gefährlich. 9 Minuten noch, De Bruyne verliert den Ball, das Agüero, Sergio Agüero, macht da vielleicht was, ne, legt nach außen zu Lavezzi. Lavezzi, Einwurf für Belgien. Gut gelöst davon. Alter, wild. Und die Argentinier wechseln für Gago kommt für Biglia. Das haben sie schon im Achtelfinale gemacht. Und auch hier wechseln sie so. Und auch Belgien wechselt jetzt. Müssen dieses Tor endlich machen. Mal gucken, wer reinkommt. Dreierwechsel. Chadli kommt für Fellaini, Miralas kommt für De Bruyne und Benteke für Lukaku. Miralas und Benteke sind erfolgreiche Joker gewesen bisher. Mal gucken, ob sie hier auch wieder Glück bringen. Chadli versucht gleich nach vorne vorzudringen, aber Benteke gewinnt den Ball. Benteke auf Hazard, Eden Hazard. Eden Hazard mit dem Schuss. Nächste Chance, wieder relativ offen, Mann. Nächste Ecke von Miralas und da kommt niemand zum Kopfball. 4 Minuten noch auf der Uhr. Die Roten Teufel müssen jetzt langsam. Und sie wollen auch Kompany auf Mertens, der eine auffällige Partie gemacht hat, aber nicht wirklich offensiv aktiv geworden ist, was Torschüsse oder so angeht. Jetzt Hazard auf Miralas. Miralas! Romero hält und da ist Hazard. Eden Hazard! Ausgleich! 90. Minute! Eden Hazard, der Mann vom FC Chelsea mit dem Ausgleich. Zweites WM-Tor von ihm. Und das haben sie sich verdient, die Belgier. Und diese kämpferische Leistung da von Miralas und dann kommt er an den Ball, der Eden Hazard, weil Romero den Ball nur noch vorne ablenken kann und der Innenverteidiger, oder ich weiß nicht genau, springt am Ball vorbei und das, ja, ist der Ausgleich der Belgier. Vielleicht nochmal, Benteke. Mit der Übersicht, da ist Miralas, Miralas, vielleicht mit der nächsten Chance, Miralas! Und da ist Benteke! Und das wäre fast das 2:1 gewesen. Was wäre das denn gewesen? Argentinien 1:1 gegen Belgien. Es geht in die Verlängerung. Hier Tore durch Messi und Eden Hazard. Was ein Spiel am Ende noch. Wir sehen uns in der Verlängerung. So, hier wechseln die Argentinier. Hier wird Zabaleta eingeblendet. 2400 Meter Laufdistanz. Für Rojo kommt jetzt Campagnaro. In dieser Verlängerung, die erste Verlängerung meiner Weltmeisterschaft. Oder? Bin mir nicht ganz sicher. Nee. Frankreich gegen Nigeria war auch in dieser Verlängerung. Auf jeden Fall
Die nächste. Waren auf jeden Fall nicht viele dabei. Und wenn Belgien so weitermacht, dann gewinnen sie das Ding hier noch. Aber Argentinien will auch nochmal. Agüero mit dem schönen Pass auf Lavezzi. Lavezzi! Und Courtois mit der Riesenparade. Und da rettet er die Belgier dann doch nochmal. Also, vielleicht kommt jetzt selbst Argentinien nochmal, nachdem Belgien wirklich Powerplay gemacht hat. Aber anscheinend geben sie sich damit nicht zufrieden, sind sich ins Elfmeterschießen zu retten. Das ist wieder Messi und wieder Courtois mit einer Riesenparade. Und dann steht Messi im Abseits nach dem Pass von Banega. Was? Ein Anfang hier schon wieder in der Nachspielzeit. Oder in der Verlängerung, Nachspielzeit sage ich schon. Und hier komplett richtig auf Abseits entschieden. Jetzt müssen sich die Belgier gleich wieder fangen nach diesem turbulenten Beginn der Argentinier. Miralles mit dem öffnenden Pass auf Charlie. Ah, und der mit dem Fehlpass. Benteke kommt dann nicht an den Ball. Die Frage ist, ob sich hier noch einer durchsetzen kann in den verbleibenden Minuten, in den verbleibenden 20 Minuten. Und die nächste Chance tut sich vielleicht auf. Gago verliert den Ball aber. Und so kann Belgien kontern über Witzel, der auf Benteke. Der mit der Übersicht für Chadli und der verliert den Ball. Gleich ist die Halbzeit der Verlängerung. Dann werden Seiten gewechselt. Gago jetzt auf Lavezzi. Lavezzi zurück zu Di Maria. Der auf Gago und der verliert den Ball. Gago hat ja auch schon mal bei Real Madrid gespielt. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und Belgien gewinnt den Ball. Benteke auf Chadli. Also die Einwechselspieler der Belgier haben wirklich viel bewegt im Spiel der Belgier. Haben wirklich die Belgier nochmal nach vorne getrieben. Und das war's mit der ersten Halbzeit der Verlängerung. Es bleibt beim 1:1. Jetzt werden ja noch ein paar Krämpfe ausgeschüttelt. Und dann gibt es die nächsten und letzten 15 Minuten dieses Spiels. Plus Elfmeterschießen vielleicht. Plus einem eventuellen Elfmeterschießen. Romero hat gut gehalten. Aber auch Thibaut Courtois hat gezeigt, was er kann, was er drauf hat. Und die Roten Teufel sind zurückgekommen, was man nicht erwartet hätte nach dieser schwachen ersten Halbzeit. Aber beide Seiten haben eine schwache erste Halbzeit abgeliefert. Dafür war die Verlängerung dann wirklich sehr, sehr stark. Mal gucken, wie es hier noch weitergeht, ob sie noch Kraft für die letzten 15 Minuten haben. Und weiter geht's. Argentinien wechselt nochmal. Belgien hat alle drei Wechselmöglichkeiten ausgeschöpft. Rodriguez kommt für Lavezzi. In der 105. Minute, 15 Minuten noch Zeit, ein Tor zu machen. Für beide. Mal sehen, ob das wer schafft. Agüero kriegt den Freistoß. Den Messi jetzt ausführen wird, ist zu weit weg. Den muss er eigentlich reinflanken. Messi mit der Flanke in der Mitte ist Agüero. Und der verliert den Ball. Und das war eine Riesenchance eigentlich. Aber das hat er dann schwach gelöst. Wunderschön eigentlich den Ball angenommen, aber dann ist Courtois schon draußen gewesen. Hätte er vielleicht Volley nehmen können. Chadli gewinnt den Ball. Campagnaro kommt nicht richtig hinterher. Chadli mit dem Pass auf Benteke. Benteke mit der Übersicht. Da ist Mertens. 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 Riesenmöglichkeit für die Belgier. Was ein stark gespielter Konter. Riesenübersicht von Benteke. Also wirklich die Einwechselspieler der Belgier haben gezeigt, dass sie hätten von Anfang an spielen müssen. Die waren wirklich richtig gut. Mertens, auch ein starkes Spiel, hat aber von Anfang an gespielt. Auf Eden Hazard jetzt, der eher unauffällig war. Dafür, dass man von ihm im Gegensatz mehr erwartet hätte. André Di Maria, Fehlpass. Witzel kriegt den Ball, verliert den Ball an Messi. Und der versucht es nochmal, aber der Ball ist dann doch ein bisschen weit übers Tor. Habe ich eben ein bisschen falsch eingeschätzt, aber da stand er relativ frei. Hatte relativ freie Bahn, 6 Minuten noch. Belgien hatte eben die große Möglichkeit, die Mertens aber vergeben hat. Benteke. Benteke mit Übersicht. Wieder zu Mertens. Das ist ein bisschen weit, aber er kriegt ihn noch. Mertens. An Zabaleta vorbei. Und er verliert den Ball. Und Argentinien im Ballbesitz mit der Chance zu kontern. Banega. Auf Lionel Messi. Auf den Torschützen. Der auf Agüero. Sergio Agüero. Und er verliert den Ball. Jetzt nochmal Gago, Banega. Und Kompany macht auch ein sehr starkes Spiel heute. Und Freistoß jetzt für die Belgier.
der irgendwie nicht schnell ausgeführt werden kann. Eine Minute noch Nachspielzeit hier in Brasilia. Dann geht's ins Elfmeterschießen. Noch ein Vorstoß vielleicht. Chadli versucht den Lupfer, aber der kommt nicht an, weil Garay da steht. Und Banega legt nach außen zu Zabaleta und das war's. Es geht hier ins Elfmeterschießen. Das erste Elfmeterschießen meiner Weltmeisterschaft wird stattfinden in dem Spiel Argentinien gegen Belgien, was wirklich ein hart umkämpftes Spiel war. Zumindest ab der Verlängerung. Davor war es eher ein durchwachsenes und langweiliges Spiel. Aber dann hat das Spiel gezeigt, was für Potenzial in ihm steckt. Und diese Einwechselspieler, die haben wirklich Schwung gebracht. Auf Seiten der Belgier und auch auf Seiten der Argentinier, weil die dann irgendwie realisiert haben, ey, wir müssen mal was machen, da ist einer, Chadli. Und jetzt beraten sie sich und ja, finden die Elfmeterschützen heraus. Ja, in dem Krimi von Brasilien. Erster Schütze ist Lionel Messi gegen Thibaut Courtois. Lionel Messi und Courtois hält die erste Parade von Thibaut Courtois. Und Hazard jetzt gegen Romero. Eden Hazard und auch er verschießt. Romero hält den sogar fest. Aguero jetzt gegen Thibaut Courtois. Der hat ja eben schon gehalten. Vielleicht hält er noch einen. Und Aguero macht ihn. Courtois war in der richtigen Ecke. Und jetzt Benteke gegen Romero. Benteke drinne. Ausgleich. Angel Di Maria gegen Thibaut Courtois. Angel Di Maria. Vorteil Argentinien. Mertens hat ein starkes Spiel gemacht. Jetzt gegen Romero. Jetzt muss er ihn machen. Mertens macht ihn. Ausgleich. 2:2. Jetzt im Elfmeterschießen. Garay gegen Thibaut Courtois. Garay, Garay. Und Courtois war in der richtigen Ecke, aber kann ihn nicht halten. Nicht vorletzter Elfmeter. Miralas macht es jetzt. Miralas! Und Parade von Romero. Und was eine Parade mit dem Fuß, wehrt er denn ab? Und das war so stark gehalten. Und jetzt der vielleicht entscheidende Elfmeter von Rodriguez. Rodriguez gegen Thibaut Courtois. Rodriguez macht's klar. Argentinien steht im Halbfinale. Setzt sich gegen die starken Belgier durch. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal.